meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr durstig seid? Genau, ihr nehmt euch etwas zu trinken, macht den Mund auf und trinkt. Tiere machen das übrigens genauso. Aber wie machen das Blumen? Die haben ja gar keinen Mund. Wie können die ja so trinken? Eine schlaue Frage und für die schlaue Antwort habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Das könnt ihr natürlich auch daheim ausprobieren und dafür braucht ihr eine Schnittblume, eine Schere und Tinte. Schneidet die Blume mit der Schere unten ab. Dann stellt die Blume in ein Glas mit Tinte. Nach einigen Minuten seht ihr, dass die Blume sich ganz oben blau gefärbt hat. Also ist die blaue Farbe irgendwie in die Blume gekommen. Und das kann natürlich nur über den Stiel passiert sein. Ja, und so einfach geht Trinken ohne Mund. Das war's auch schon wieder von Schlaue Frage, Schlaue Antwort. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann!